Anita wurde als Baby aus Madagaskar in die Schweiz adoptiert, wo sie behütet aufwächst. Schon früh erfährt sie, dass sie einen Zwillingsbruder hat, der genau wie sie aufgrund eines uralten Aberglaubens in Madagaskar kurz nach der Geburt weggegeben wurde. Seitdem fühlt sie sich zerrissen und die Sehnsucht nach ihrem Zwillingsbruder wächst von Tag zu Tag. Rorschach im Schweizer Kanton St. Gallen, direkt am Bodensee gelegen. Hier im Zentrum des kleinen Städtchens lebt Anita gemeinsam mit ihrem Ehemann Jasmin. Seit 2 Jahren ist das junge Paar verheiratet, plant die gemeinsame Zukunft. Doch die Vergangenheit holt die Buchhalterin immer wieder ein. Im fernen Madagaskar kam sie vor 29 Jahren zur Welt. Genau wie ihr Zwillingsbruder, von dem sie aber kurz nach der Geburt getrennt und nur wenige Monate später in die Schweiz adoptiert wurde. Julia hat sich auf den Weg zu Anita gemacht. Sie hofft, ihr helfen zu können, ihren Zwillingsbruder endlich wiederzufinden. Hallo Anita. Hallo Julia. Ich freue mich. Danke sehr. Anita, wen suchst du? Ich suche meinen Zwillingsbruder. Wir wurden direkt nach der Geburt getrennt und ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Wie heißt dein Bruder? Das weiß ich leider auch nicht. Das heißt, dein Zwillingsbruder hat für dich keinen Namen? Nein. Wie sehr wünschst du dir, ihn zu finden? Sehr. Das ist schon wichtig für mich, dass ich weiß, was mit ihm passiert ist. Anita und ihr Bruder kommen am 7. Februar 1984 auf Madagaskar zur Welt. Einem jahrhundertealten Aberglauben zufolge sind Zwillingsgeburten dort jedoch Vorboten großen Unheils. Zwillingskinder zu behalten, bedeutet für eine Mutter den Ausschluss aus der Familie und der dörflichen Gemeinschaft. So werden Anita und ihr Bruder nach der Geburt getrennt und zu verschiedenen Pflegemüttern gegeben, bis Anita nach 6 Monaten in die Schweiz adoptiert wird. Ihre neuen Eltern haben bereits 2 Kinder. Anita wächst in ihrer neuen Familie zunächst unbeschwert auf. Wann hast du erfahren, dass du adoptiert bist? Das haben sie mir eigentlich schon immer gesagt. So richtig gemerkt habe ich es dann, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Ja, und dann, Kinder können manchmal ein bisschen fies sein und so, dass sie einen auslachen, weil man anders aussieht. Und da merkt man schon, dass man halt eben anders ist als die anderen. Wann hast du dann erfahren, dass du einen Zwillingsbruder hast? Meine Eltern waren sehr offen. Sie haben mir schon von klein auf immer gesagt, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Dann erst so, als ich 15, 16 war, habe ich angefangen nachzufragen. Anita zeigt Julia ihre Adoptionsunterlagen. Doch aus diesen geht weder der Name ihrer Eltern noch der ihres Bruders hervor. Die einzigen Fakten für Julias Suche sind der Geburtstag der Zwillinge und die Information, dass Anitas Bruder wohl ebenfalls zur Adoption ins Ausland gegeben wurde. Du kennst ja natürlich auch deine Mama nicht. Wie denkst du über deine Mama? Ich meine, dass sie uns weggegeben hat, wenn sie uns nicht ernähren konnte, dann verstehe ich das schon. Aber ich möchte schon von ihr wissen, warum sie uns nicht zusammen weggegeben hat. Weil meine jetzigen Eltern wollten eigentlich uns beide nehmen und da war mein Bruder schon weg. Das tut dir weh. Ja. Hast du irgendein Wunschbild im Kopf? Oder willst du einfach den Bruder so, wie er vielleicht irgendwo ist auf der Welt? Klar wäre es schön, wenn er mir ein bisschen ähneln würde oder so, aber das könnte gut sein. Ja. Anita, das ist ja ein besonders schwieriger Fall, weil dein Bruder eigentlich überall in der Welt sein könnte. Aber ich werde alles versuchen, um irgendwas rauszufinden. Super, ja. Am nächsten Tag im Hotel. Da Anitas Bruder ins Ausland adoptiert wurde, Julia jedoch nicht weiß, wohin genau, setzt sie sich zunächst mit den Adoptionsbehörden auf Madagaskar in Verbindung. Doch auf die Schnelle lässt sich so kaum etwas erreichen. Merci beaucoup. Ich konnte jetzt wirklich mit einigen Behörden in Madagaskar sprechen und die haben auch versprochen, mir zu helfen. Das kann jetzt natürlich einige Tage dauern. Und das heißt für mich, ich muss mich in Geduld üben. Der Flughafen von Zürich, 3 Tage später. Julia hat tatsächlich einen Hinweis erhalten, der ihr vielleicht weiterhilft. Allerdings ist die Information äußerst vage.
Also die Behörden in Madagaskar konnten nur einen einzigen Jungen mit passendem Geburtsdatum in ihren Unterlagen finden. Und der wurde tatsächlich ins Ausland adoptiert, nämlich nach La Réunion im Indischen Ozean, einer Nachbarinsel von Madagaskar. Das bedeutet für mich, meine Reise beginnt. Julia fliegt 9000 Kilometer Richtung Süden, zur östlich von Madagaskar gelegenen Insel La Réunion. Das französische Departement im Indischen Ozean ist ungefähr so groß wie das Saarland. Der Junge, der laut den Behörden auf Madagaskar Anitas Bruder sein könnte, wurde gleich nach seiner Geburt hierher adoptiert und soll heute den Namen Jules Monet tragen. Julias Suche beginnt in der Hauptstadt Saint-Denis. Ja, da mir für meine Suche leider gar keine Adresse bekannt ist, habe ich jetzt erst einmal beschlossen, im Rathaus nach Jules Monet zu fragen. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Eine alte Knieverletzung macht Julia an diesem Tag zu schaffen. Trotzdem will sie Dolmetscher Pascal, der sie auf der Suche unterstützen soll, nicht warten lassen und trifft ihn wie verabredet vor dem Rathaus in der Innenstadt. Pascal? Ja? Hallo, ich bin Julia, wir hatten telefoniert. Pascal. Hallo. Sehr ist das gut. Das Rathaus? Das ist das Rathaus. Dann lass uns gleich reingehen. Gerne. Super. Im Rathaus erkundigt sich Julia, wo sie Informationen über in La Réunion gemeldete Personen erhalten kann und wird an eine Mitarbeiterin des im Gebäude befindlichen Standesamtes verwiesen. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Platz. Vielen Dank. Ich bin aus Deutschland und suche einen jungen Mann, der hier in La Réunion lebt. Der heißt Jules Monet. Können Sie mir da irgendwie weiterhelfen? Wie lautet denn die Adresse der Person? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich weiß nur La Réunion. Die Mitarbeiterin erklärt Julia, dass sie nicht befugt ist, Daten über Bewohner von La Réunion herauszugeben. Nur die Adressen, die für jeden einsehbar im Telefonbuch verzeichnet sind, können jetzt noch einen Hinweis für die Suche bieten. Wunderbar. Ich würde es mit darüber nehmen und die rausschreiben und zurückbringen? Oui, bien sûr. Natürlich, kein Problem. Vielen Dank. Julia und ihr Dolmetscher Pascal setzen sich in den Innenhof des Rathauses und stellen schnell fest, dass kein einziger Jules Monet im Telefonbuch verzeichnet ist. Doch unter dem Nachnamen Monet gibt es gleich mehrere Einträge. Ja, wir haben genau 7 Familien mit dem Namen Monet gefunden. Die sind kreuz und quer über die Insel verteilt. Leider niemand mit dem Vornamen Jules. Aber vielleicht finde ich ja die Adoptiveltern. Die erste Adresse führt Julia in ein kleines Dorf, nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Saint-Denis entfernt. Vielleicht hat sie ja Glück und kann schon hier einen Hinweis auf den gesuchten Jules Monet bekommen. Oh, oh, Riesenschäferhund. Ja, ist alles gut. Alles gut. Bonjour, Monsieur. Ich brauche Ihre Hilfe. Oh. Ah, merci. Guten Tag. Ich bin Julia aus Deutschland. Sind Sie Herr Monet? Oui. Ja. Kennen Sie Jules Monet? Nein, tut mir leid. No. Der Jules Monet, den ich suche, stammt aus Madagaskar und wurde hierhin adoptiert. Und seine Schwester in der Schweiz sucht ihn. Gibt es bei Ihnen vielleicht in der Familie irgendwo einen adoptierten jungen Mann? In meiner Familie gibt es keinen Jules Monet. Und niemand wurde aus Madagaskar adoptiert. Schade. Merci beaucoup, Monsieur Monet. Auf Wiedersehen und viel Glück bei der Suche. Danke. Ja, auf zum nächsten. Kreuz und quer über die Insel geht es für Julia auf der Suche nach den weiteren Adressen, die auf den Namen Monet lauten. Doch Haus für Haus immer das gleiche Ergebnis. Niemand kennt einen Mann mit dem Namen Jules Monet. Ist Julia vielleicht auf einer völlig falschen Fährte? War der kleine Junge, der am selben Tag wie Anita auf Madagaskar geboren wurde und der dann nach La Réunion kam, möglicherweise gar nicht Anitas Bruder? Es wird bereits dunkel, als Julia an der 7. Adresse auf ihrer Liste klingelt. Und auch hier hat sie kein Glück. Merci. Danke, auf Wiedersehen. Nicht der Rede wert, viel Glück. Danke. Wiedersehen. Ja, das war meine letzte Chance, denn es war der letzte Monet auf meiner Liste. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, denn ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen. Am nächsten Morgen. Julia ist unterwegs zu einem der bekanntesten Radiosender von La Réunion. Mit ihm verbindet sie ihre letzte Hoffnung, Anitas Bruder vielleicht doch noch zu finden. Ich habe gestern Abend noch telefoniert und hier beim Radio hat man mir angeboten, einen Suchaufruf zu machen. Ich bin jetzt mit Isabel, der Moderatorin, verabredet und muss mich ein bisschen beeilen, denn die Sendung fängt gleich an.
Isabelle! Hallo! Hallo, ich bin Julia. Ich freue mich so, dass das klappt. Das ist ganz toll. Wir müssen los. Die Sendung fängt gleich an. Der Sender Réunion Première ist eine der beliebtesten Radiostationen auf La Réunion und ist auf der ganzen Insel zu empfangen. Julia hofft, dass vielleicht einer der Hörer weiß, was aus Anitas Bruder geworden ist. Hallo, schön, dass Sie dabei sind bei La Première. Heute haben wir eine ganz wunderbare Geschichte für Sie. Eine Geschichte, die in der Schweiz beginnt und vielleicht erfreulicherweise auf La Réunion endet. Dazu begrüße ich mit großer Freude hier live bei mir im Studio Miss Julia. Hallo Julia. Hallo Isabel. Julia schildert der Moderatorin noch einige Details aus Anitas Familiengeschichte. Dann wendet sie sich direkt an die Zuhörer. Bonjour, mon nom est Julia Leischig. Hallo, ich bin Julia Leischig und ich habe eine Bitte an Sie. Ich bin auf der Suche nach einem jungen Mann namens Jules Monet. Er wurde am 7. Februar 1984 auf Madagaskar geboren. Wenn Sie Hinweise haben, die mir weiterhelfen können, melden Sie sich bitte hier bei Isabel. Merci beaucoup. An alle, die Julias Aufruf gehört haben, falls Sie Angaben zur gesuchten Person machen können, dann melden Sie sich bitte bei mir. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank. Am nächsten Morgen in Julias Hotel. Julia hat es eilig, denn ihr Aufruf im Radio war anscheinend tatsächlich erfolgreich. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, denn ich habe gestern Abend noch einen Anruf von dem Radiosender bekommen. Da hat sich jemand gemeldet, der einen Jules Monet kennt. Und dieser Jules Monet soll in einer Strandbar in Saint-Leu arbeiten. Und da fahre ich jetzt hin. Julia bricht sofort auf und fährt von Saint-Denis gut 50 Kilometer an die Westküste von La Réunion zur kleinen Gemeinde Saint-Leu. Hier trifft Julia vielleicht in wenigen Minuten auf Anitas seit fast 30 Jahren vermissten Bruder. Da, au Bonchos, das ist die Strandbar. Da hinten, das könnte er sein. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Was ist denn hier los? Bist du Jules Monet? Ja, der bin ich. Ja? Und bist du 29 Jahre alt? Ja, warum möchten Sie das wissen? Ich glaube, ich muss das mal erklären. Der Jules Monet, den ich suche, ist in Madagaskar geboren und wurde hier auf die Insel adoptiert. Und der hat eine Zwillingsschwester in der Schweiz und die sucht ihn ganz verzweifelt. Darf ich dich fragen, ob du in Madagaskar geboren bist? Nein, ich bin hier auf La Réunion geboren. Ich war noch nie auf Madagaskar. Jules, weißt du, ob du adoptiert worden bist? Nein, meine Eltern sind meine leiblichen Eltern. Ah, das weißt du ganz sicher? Ja, da bin ich mir absolut sicher. Okay, darf ich wissen, ob du am 7. Februar 1984 geboren bist? Nein, am 2. April 1984. Okay, Entschuldigung, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich war mir jetzt so sicher, dass du der Richtige bist, den ich suche. Entschuldige bitte den Überfall. Ich war mir ganz sicher, aber es ist nicht der richtige Jules Monet. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Zurück im Hotel, am späten Nachmittag. Julia packt ihren Koffer. Sie hatte so sehr gehofft, Anita bei der Suche nach ihrem Bruder helfen zu können. Doch nun bleibt nur die Heimreise. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich habe bei den hiesigen Behörden vorrecherchiert. Ich habe hier im Rathaus nachgefragt. Ich habe sämtliche Monets auf der ganzen Insel abgeklappert. Und ich habe einen Radioaufruf gemacht. Alles ohne Erfolg. Ich glaube, ich fahre diesmal zum ersten Mal ohne Ergebnis nach Hause. Und ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich das Anita beibringen soll. Anitas Wohnort Rorschach im Kanton St. Gallen, einige Tage später. Julia ist erneut in die Schweiz geflogen, um der 29-Jährigen von ihrer Suche zu berichten. Hallo Anita. Hallo, schön, dich wiederzusehen. Ja. Hallo. Schön, komm rein. Danke. Wie geht's gerade, Anita? Ja, bin nervös und aufgeregt und ja. Aber sonst geht's mir gut. Das verstehe ich. Anita, ich habe einen Hinweis bekommen, dass dein Bruder auf die Insel La Réunion, das ist eine Nachbarinsel von Madagaskar, adoptiert worden sein soll. Und dort habe ich lange nach ihm gesucht, aber leider alles ohne Erfolg. Und deswegen musste ich erstmal ohne Ergebnis hierher zurückkommen. Mhm. Ich möchte aber jetzt trotzdem gern etwas zeigen. Okay? Ja, gut. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen los. Mhm. Okay. Thank you.
In einem nahegelegenen Hotel hat Julia etwas vorbereitet. Anita, ich muss dir was sagen. Ich habe nach meiner Rückkehr in Zürich, als ich gelandet bin, eine sehr dringende Nachricht auf meinem Mobiltelefon gehabt. Schau mal. Ich bin soeben angekommen und habe eine Nachricht von dem Radiosender auf dem Handy. Da hat sich anscheinend noch irgendjemand auf den Aufruf hingemeldet und ich bin jetzt zum Telefonat verabredet und wirklich sehr gespannt. Julia setzt sich direkt per Skype mit Radiomoderatorin Isabel auf La Réunion in Verbindung. Hello, Isabel? Hello, Julia. Hi. Julia, I have good news. Hallo, Julia. Ich hoffe, ich habe gute Nachrichten. Ein Anrufer hat sich gemeldet. Er kennt jemanden aus Madagaskar, der Gesuchte sein könnte. Und das könnte Anitas Bruder sein? Anitas Bruder. Ja, er wurde im gleichen Jahr auf Madagaskar geboren und wurde von seiner Zwillingsschwester getrennt. Es passt alles. Möchtest du seine Telefonnummer haben? Ja, gib sie mir bitte. Die Nummer, die Julia erhält, lautet nicht auf den Namen Jules Monet. Hat sie auf La Réunion also eine völlig falsche Spur verfolgt? Oh, thank you so much, Isabel. Vielen Dank, Isabel. Ich bin sehr glücklich. Tschüss, Julia, und viel Glück. Danke, auf Wiedersehen. Bye, bye. Also, ich habe jetzt hier eine Nummer aus Madagaskar. Und wenn alles gut geht, könnte das die Telefonnummer von Anitas Bruder sein. Geht's? Ja. Ich habe danach gleich angerufen. Und es hat sich ein Eugène gemeldet. Und es ist wirklich dein Zwillingsbruder Eugène. Der wurde auch adoptiert. Aber die Adoptiveltern sind verstorben. Und ich muss dir noch was ganz Wichtiges sagen. Dein Bruder lebt mittlerweile wieder bei eurer leiblichen Mama. Ich habe dann beide nach Deutschland eingeladen. Und ich habe beide zusammen mit einem Dolmetscher am Flughafen abgeholt. Wir gucken es uns an, ja? Jetzt müssen wir mal gucken, wo sie ankommen. Das ist tatsächlich auch für mich diesmal eine ganz neue Situation. Da die beiden, das könnten sie sein. Das sind sie. Hallo. Hallo. Eugène? Ja? Hallo, ich bin Julia. Hallo, Julia. Hallo. Hallo, Marie. Hallo. Herzlich willkommen in Deutschland. Es war bestimmt eine sehr lange, anstrengende Reise. Oh ja, ich habe Madagaskar noch nie verlassen. Geht's gut, Eugène? Ja, alles gut. Okay. Ihr braucht gar keine Angst haben. Ich nehme euch mit und dann sprechen wir in Ruhe. Ja? Okay, ich nehme den Koffer, okay? Kommt mit. Ich habe sie doch noch gefunden. Ja. Glaube ich. Ja. Ich habe mich da mit beiden unterhalten. Magst du es sehen? Ja, gerne. Ja. Anita sucht ihre Familie. Eugène, du bist ja ihr Zwillingsbruder. Was fühlst du gerade? Das zu hören bedeutet mir unheimlich viel. Marie, wie geht's dir? Ich bin froh und traurig zugleich. Dass sie nach uns sucht, macht mich unglaublich glücklich. Eugène, wie lebst du heute? Wir leben in einem kleinen Haus in Mananjari. Anita und ich haben noch 5 Geschwister.
Unser Vater ist leider 2002 gestorben. Ich arbeite als Aalzüchter in einer Fischfarm. Mein Einkommen ist nicht sehr hoch. Wir haben nicht viel, aber uns geht es ganz gut. Marie, kannst du mir erzählen, was damals passiert ist, als die Zwillinge zur Welt kamen? In meiner Heimat sind Zwillinge ein Fluch und werden von der Gesellschaft samt Familie ausgestoßen. Wenn man Zwillinge nicht sofort nach der Geburt abgibt, werden sie getötet. Man legt sie auf den Bauch und lässt sie liegen, bis sie sterben. Das heißt, es wurde beschlossen, dass die Zwillinge nicht bei dir bleiben durften? Nach der Geburt der beiden war ich sehr krank und sehr schwach. Ich durfte sie nicht sehen. Man hat sie mir einfach weggenommen. Ich habe nicht erfahren, was damals mit ihnen geschehen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr schrecklich für dich gewesen sein muss. Bis zum heutigen Tage leide ich darunter. Mein Herz schmerzt sehr, wenn ich nur daran denke. Das tut einfach nur weh. Eugene, kannst du mir ein bisschen erzählen, wie du aufgewachsen bist? Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Meine Adoptiveltern waren Lehrer. Mir ging es gut. Wann hast du erfahren, dass du adoptiert bist? Das war, als ich 14 war. Ich fand meine Geburtsurkunde. Da stand der Name meiner leiblichen Eltern drin. Dann erfuhr ich von meinen Adoptiveltern die Wahrheit. Du bist ein Zwilling und wurdest aus deiner Familie verstoßen. Eugene, wie kommt es, dass du dann zu deiner leiblichen Familie zurückgekehrt bist? Nach dem Tod meiner Adoptiveltern habe ich meine leibliche Familie gesucht. Ich fand sie schließlich in Mananjari. Mein Vater war leider schon tot. Ich lernte meine leibliche Mutter und meine Geschwister kennen und fragte auch nach meiner Zwillingsschwester. Aber niemand konnte mir sagen, wo sie nach der Geburt hingekommen ist. Fühlst du dich besonders mit ihr verbunden, weil ihr Zwillinge seid? Ja. Das fühle ich sehr stark. Ich denke sehr oft an sie. Und mein größter Wunsch war schon immer, sie kennenzulernen. Ich habe euch ein Foto von Anita mitgebracht. Das ist Anita. Sie sieht Eugene unglaublich ähnlich. Man sieht deutlich, dass sie zusammengehören. Schön, sie zu sehen. Eigentlich sollte ich als Mann stark sein, aber das berührt mich gerade sehr. Marie, wie ist es für dich, deine Tochter zu sehen? Darüber bin ich überglücklich. Ich habe sie geboren und sie war immer in meinem Herzen. Ich danke Gott, dass ich sie bald kennenlernen darf. Alles gut. Ich kann es gar nicht fassen. Gute Gefühle für deinen Bruder. Unbeschreiblich. Gute Gefühle auch für deine Mama. Doch. Ich würde dich jetzt gerne zu ihnen bringen, denn sie warten draußen auf dich. Okay. Dann lass uns zu ihnen gehen. Ja. Anitas Zwillingsbruder Eugene und ihre Mutter Marie. Vor fast 30 Jahren wurde Anita von beiden getrennt. Nie mehr haben die drei einander seitdem gesehen. Nun endlich, in wenigen Augenblicken, können sie sich wieder in die Arme schließen. Anita, jetzt ist er da. Dein ganz großer Moment. Da vorne wartet deine Familie.
Anita, ihr habt jetzt erstmal alle Zeit der Welt, um euch in den nächsten Tagen mit Hilfe eines Dolmetschers kennenzulernen. Alles Gute für deine Zukunft. Danke vielmals für alles. Alles Gute. Okay. Alles Gute. Anita, Eugène und Marie. Nach fast 3 Jahrzehnten sind sie wieder vereint. Und eines wissen die Zwillingsgeschwister und ihre Mutter ganz sicher: Sie werden einander niemals wieder aus den Augen verlieren.